Sehr geehrte Frau Stadtverordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Kaum etwas illustriert den politischen Stillstand in der Stadt so deutlich wie der Stand der Beschlussfassung über die Linienbezirke. Die Magistratsvorlage lag seit Dezember vor, ging aber fast ein halbes Jahr lang nicht in den Geschäftsgang, weil die in den Magistrat tagenden Fraktionen erst den OB-Wahlkampf abwarten mussten, um sich eine neue Mehrheit zusammenzufassen. Die SPD versteift sich darauf, dass an der Vorlage kein Komma mehr geändert wird, auch wenn die Bürgerversammlung zur Liniennetzreform gezeigt hat, dass die wesentlichen Kritiken, die wir, aber auch die Umweltverbände, Initiativen und ein Teil der Ortsbeiräte am zweiten Entwurf hatten, eben nicht Eingang in die Magistratsvorlage gefunden haben und das Projekt einer Netzreform auf der Basis von Angebotsverschlechterungen eben nicht vom Tisch ist. Und das ist immerhin etwas, was die Stadtgesellschaft seit über anderthalb Jahren spaltet, und diese Spaltung wird damit eben nicht aufgehoben. Und wie der Umgang mit den eben nicht nur parteipolitischen, sondern real in der Stadt vorhandenen Widersprüchen ist, hat ja die Bürgerversammlung auch gezeigt. Eine Versammlung, in der dem Vertreter des VCD das Wort abgeschnitten wurde, in der Fragen, aber keine kritischen Diskussionsbeiträge erwünscht waren, in der Herr Geselle, einen Vertreter der Initiative Nahverkehr für alle, ob seines kritischen Diskussionsbeitrags als anmaßend beschimpft hat und in der Magistratsvertreter sich offenbar auch nicht schämten, offenkundig Unsinn zu erzählen. Einfach weil es scheinbar egal ist, ob das jemand glaubt oder nicht. So etwa, als zu Recht angemerkt wurde, dass die Streichung von Buslinien zugunsten von Astlinien ja auch eine Verlagerung auf prekäre Beschäftigung bedeutet, da hat Herr Geselle doch tatsächlich behauptet, die Minicar-Fahrer, die die Anrufsammeltaxis bedienen, würden zu denselben Konditionen bezahlt wie die Busfahrer der KVB. Und das ist so offenkundig falsch, dass man sich wirklich fragt, warum es eigentlich so egal ist, was man den Leuten erzählt. Das ist die Arroganz der Macht, die wir hier vorgeführt bekommen. Ganz egal, wie dünn die Mehrheit ist, ganz egal, was die anderen sagen, wir ziehen es durch, weil wir es eben gerade so können. Aber mit diesem Politikstil werden Sie langfristig nicht mehr weit kommen. Sie werden für eine Liniennetzreform mit Angebotsverschlechterung, zwar auf der Basis der neuen Koalition in diesem Stadtparlament, eine Mehrheit finden. Aber Sie werden so die gesellschaftliche Kontroverse in dieser Stadt nicht befrieden. Wenn Sie aber bereit sind, einer Liniennetzreform zuzustimmen, die die Streichung im Umfang von 300.000 Euro zurücknimmt, die der zweite Entwurf immer noch beinhaltet, werden wir zustimmen. Und ja, jetzt gehen wieder einige von Ihnen hier in die Hütte und behaupten, es gäbe überhaupt keine Angebotsverschlechterung, so wie Sie es bisher noch jedes Mal getan haben. Aber lasst es doch einfach mal gut sein. Wir alle wissen, es ist so. Und Sie können die Linien, die dem Rotstift zum Opfer fallen sollen, in unserem Antrag nachlesen. Wir sind für eine Modernisierung des Netzes, aber eben auf der Basis eines Einstiegs in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und nicht des Abbaus. Deshalb haben wir einen Antrag vorgelegt, der genau dies zum Inhalt hat, nämlich Ihren Entwurf, ergänzt um die von Ihnen zur Streichung vorgesehenen Linien und den Planungsauftrag für die Tram nach Halle. Wir haben ja schon einmal, nämlich mit der Einbringung der Bürgereingabe der Umweltverbände, versucht, Ihnen die Sinnhaftigkeit des Erhalts dieser Linie nahezubringen. Im Januar war das leider noch weitgehend vergeblich, aber wir hoffen ja hier immer noch wieder auf die Vernunft, die darin besteht, auch in Zukunft ein flächendeckendes und leistungsfähiges ÖPNV-Netz zu haben und durch die Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Verkehrsaufkommen die CO2- und NO2-Belastung zu verringern. Billiger und unkomplizierter als mit der Annahme unseres hier vorliegenden Antrags werden Sie einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr nicht bekommen. 300.000 Euro, um mehr geht es hier nicht. Wir reden in diesem Zusammenhang noch nicht mal über die zu hohen Fahrpreise, die Einführung eines Sozialtickets oder gar den ticketlosen Nahverkehr. Unser Antrag beinhaltet keine revolutionären Maßnahmen. Nichts, was ideologisch in irgendeiner Weise spezifisch links, radikal oder antikapitalistisch wäre, außer dem simplen Grundsatz keine Streichung, sondern Ausbau des ÖPNV. Und wenn wir jetzt einfach mal von dem glücklichen Umstand ausgehen, dass wir gerade mal keinen Wahlkampf haben, niemand einen Gesichtsverlust befürchten muss und mit der Annahme unseres Antrags keinerlei Priorität zu irgendwas verbunden ist, dann müsste es doch eigentlich allen Fraktionen, die sich im Grundsatz immer für einen guten und leistungsfähigen ÖPNV aussprechen, möglich sein, sich auf einer solchen Grundlage zu einigen. Also geben Sie sich einen Ruck, treten Sie aus dem Schatten Ihres längst abgetretenen ehemaligen Kämmerers Dr. Barth, der Ihnen die Suppe hier eingebrockt hat, stimmen Sie unserem Antrag zu und wir haben eine gemeinsame Grundlage, die weiterhin entwickelt wird.